Dieses Video sollte vom Verständnis her auch bei dir angekommen sein, weil die Besonderheit ist, viele denken, dass sie anderen Menschen gefallen müssen. Sei es der Freundin, dem Freund oder irgendjemanden, wo sie jetzt was mitmachen möchten oder. Die Besonderheit ist, man muss das Ganze runterbrechen. Warum muss man anderen Menschen gefallen? Muss man jemanden gefallen, den man schon kennt, wo letztendlich schon der Funke übergesprungen ist, weil man ganz genau weiß, der ist mit einem richtig gut vom Verständnis her, vom Witzigkeitsgrad her, von allen Eigenschaften, wo man letztendlich sagt, die Zusammenhänge, die sind gegeben. Nein, muss man nicht. Man muss Menschen mehr oder weniger sympathisch wirken, von denen man was möchte, die letztendlich noch nicht sich an dich persönlich herangetraut haben oder aber die nicht wissen, was ist dahinter, was verbirgt sich dahinter, die dich nicht verstehen, die überhaupt noch nicht irgendwie eine Auflösung gefunden haben darüber, was muss ich jetzt sagen, was muss ich jetzt machen oder was passiert da. Und wenn man das so von den ganzen Bedingungen her runterbricht, indem man verstehen, man muss keinem Menschen gefallen, der einen wirklich schon kennt, über mehrere Jahre, von der Kindheit vielleicht auch an, muss man nicht. Und das ist etwas, das vermasseln sich die meisten da draußen, weil sie sich einfach nur sagen, nee, wenn ich das jetzt sage, wenn ich jetzt das irgendwie veranstalte, dann kommt das negativ. Das interessiert kein Mensch, den du schon kennst. Aber bei Menschen, wo du was von beabsichtigst, wo du was von herauslösen möchtest, da kommt das natürlich darauf an, wie du auch letztendlich dann da zum Zuge kommst. Und mir das gefallen hat, was ich dir hier in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, dann teilst du mit anderen Menschen, die das ja auch wissen müssen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schick mir da auch mal eine Nachricht zu, dann können wir da auch ein richtiges Techtelmechtel mit anfangen. In diesem Sinne, bis dann.